Es gibt sie also doch noch. Die Reise auf der rosa Wolke. Weit weg von Kummer, von Problemen. Es ist wie damals. Vielleicht können wir die Zeit zurückdrehen. Oder wenigstens so tun, als ob. Du bleibst? Naja, von der Liebe allein werde ich nicht leben können. Du bist so eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Wenn ich könnte, wie ich wollte und du mir nicht in den Rücken fällst. Ach, weißt du, es ging mir gestern nur ums Vertrauen. Ich wollte, dass du ehrlich zu mir bist. Ich liebe dich. Daran habe ich keinen Zweifel. Dann bin ich in deinen Augen also keine intrigante Betrügerin mehr. Ach du Loris. Oh, Doris. Ich weiß, bei jedem Geschäft, da gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Danke. Kommst du frühstücken? Ich muss leider. Eine wunderschöne Hochzeit wünsche ich euch. Danke dir. Komm bald zurück. Mi corazón. So schön berechenbar. Was? Hey. Na endlich, du lebst wieder. War ich tot? So ungefähr. Was ist denn passiert? Hat mir jemand auf den Kopf geschlagen? Du warst ziemlich betrunken. Ich? Mhm. Das kann nicht sein. Wahrscheinlich hast du es vergessen. Du warst komplett in Nirvana oder wo auch immer. Quatsch. Ich fühle mich so elend. Ich möchte sterben. In 2-3 Stunden bist du wieder fit. So viel habe ich doch gar nicht getrunken. Was ist das? Das hilft dir wieder auf die Beine. Tu das weg. Ich habe da so gewisse Erfahrungen, was man nach einem Vollrausch am besten isst. Probier mal. Es wird Wunder. Warst du auch betrunken? Aber ich habe die ganze Nacht hier gesessen. Wir haben uns echt Sorgen gemacht, Sibylle. Dr. Niederbühl war sogar da. Ich verstehe das nicht. Kannst du dich noch an unseren Streit erinnern? Wegen Xaver? Das war fürchterlich. Danach hast du dich dann wahrscheinlich... Der Champagner. Ich habe höchstens 1 bis 2 Gläser getrunken. Mehr nicht. Schmeckt gut, oder? Vielleicht sollte ich doch den Fisch probieren. Ja. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Nie wieder Alkohol. Ein paar Tage ganz für uns.
Das hatten wir noch nie. Und wir müssen nicht am Herd stehen und können uns fürstlich bekochen lassen. Aber wer ist zu viel Safran im Risotto? Da gibt's aber Ärger mit dem Capo Cuoco. Mit dem Capo was? Capo Cuoco. Chefkoch, italienisch. Und das weißt du woher? Naja, ich habe einen kleinen Sprachkurs gekauft für alle Fälle. Damit du dich in jedem Restaurant beschweren kannst. Nein, ich kann diese Besserwisser und Nörgler auch nicht ausstehen. Wer kocht eigentlich fürs Restaurant, wenn du weg bist? Ich habe da einen prima Koch aus München. Der wird das Ding schon schaukeln. Ja, ich werde das Bistro wohl schließen. Hm. Musst du nicht. Ja, du, ich kann niemanden leisten, der einspringt. Ich habe ihn gebeten, auch für das Bistro zu kochen. Im Ernst? Alles im Preis inbegriffen. Das heißt, ich bräuchte nur noch eine Bedienung. Du bist ein Schatz. Was ist denn? Da ist Kurt Heinemann. Was ist das? Das ist ein ganz normaler Hotelgast. Nein, er da. Das ist sein Gang und das ist er. Aber da wäre doch schön blöd, weil ihr kennt ihn jeder und würde ihn sofort der Polizei melden. Was soll der hier? Sein Sohn wäre der Erste, der ihn sofort anzeigt. Wenn er schlau ist, ist er schon längst im Ausland. Du hast recht. Wahrscheinlich bin ich bloß ein bisschen paranoid. Bist du kein Wunder, was du mit ihm durchgemacht hast. Zum Glück bin ich jetzt nicht alleine. Es ist schön, jemanden zu haben, der einem ab und zu den Kopf gerade rückt. Und wäscht. Sagen Sie mal, junge Frau, waren Sie vielleicht im Heu mit einem Mann? Ich gestehe. Und das war sehr schön. Was? Manchmal, Sie haben da... Da-dan-da-da. Wollt ihr etwas weg, oder was? Nein, erst zum Standesamt und dann. Das ist gut. Ich wollte dir nämlich eine Ausrüstung der Braut mitgeben. Und das wäre? Na, was Blaues. Was Blaues brauchst du für jede Braut. Was Altes, was Neues. Und das Geborgte hast du ja schon, ne? Hildegards Schuhe. Richtig. Und, dann machen wir? Naja, ich würde jetzt baden gehen. Ja. Und dann kommst du einfach vorbei. Ja, so machen wir das. Tanja, kannst du mal kurz kommen? Ja, bin gleich da, Oliver. Hab Spaß, pass auf dich auf. Mach. Was gibt's, Herzblatt? Robert ist ja schließlich mein Neffe, da kann ich mich nicht lumpen lassen. Aber wie willst du das Riesenteil nach Verona kriegen? Wir haben eine große Kühlbox im Lager. Aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Sag mal, siehst du hier irgendwo ein Waldgärtbier? Ich hatte doch gestern ein kleines Schälchen zurücklegen lassen. Keine Ahnung, ne? Wie soll ich das jetzt sagen? Also bei dem Polterabend gestern gab es Ricotta-Crepe mit Steinpilzen und... Walderdbeeren. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ich wusste nicht, dass du die brauchst. Das war der krönende Abschluss meiner Kreation. Ich besorge neue. Im Schweiße meines Angesichts bin ich im Wald durchs Unterholz gekrochen, den Angriffen der Mücken und Zecken. Ja, ich bin schon im Gebüsch. Ab. Kompliment dafür, dass Sie lange nicht geritten sind.
Die Stunde war ziemlich gut. Ja, super. Danke sehr. Das und denken Sie dran, wenn Sie weitermachen wollen, dann bitte rechtzeitig in die Liste an der Rezeption eintragen. Werde ich gerne schon. Okay. Dankeschön. Also, tschüss. Schönen Tag. Danke. Darf man fragen, wie es Sibylle geht? Sie ist wieder wach. Hatten Sie etwa bis jetzt Dienst? Sie sehen auch nicht besser aus. Ja, ich habe wenig geschlafen. Sagen Sie ihr gute Besserung, ja? Herr Steinle. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Für mein Benehmen gestern Abend. Das tut mir leid. Als ich Sie mit meiner Freundin gesehen habe, als Sie ihr gerade in der Bluse da... Da sind mir einfach die Nerven durchgegangen. Hauptsache, Sibylle geht's wieder besser. Ich muss nur etwas sicherer werden. Ein bisschen kalt ist es schon. Aber egal jetzt. Heute Abend bin ich mit Robert verheiratet. Und es kommt mir vor, als würde mein Leben erst heute richtig beginnen. Eingepackt haben und startklar sind, vergeht bestimmt eine halbe Stunde. Okay, prima. Ich hasse Busfahren. Ab heute wirst du es lieben. Schon wenn ich dran denke, kriege ich Kreuzschmerzen und dann noch eine Nachtfahrt. Wir werden da morgen früh fix und fertig ankommen. Du wirst schlafen wie ein Baby, mein lieber André. Und morgen frisch und munter durch Verona hüpfen. Ich habe doch keinen 0815-Bus genommen, sondern einen Luxusliner. Was hast du denn so gute Laune? Ah, du bist also der argentinischen Venusfalle doch auf den Leim gegangen. Mi corazón, hat sie zu mir gesagt. Und dann, das geht dich gar nichts an. Wieder so eine, die dir irgendwann das Leben zur Hölle machen wird. Oder mir den Himmel auf Erden schenkt. Hm. Na komm, schau doch mal. TV, WC, Minibar, getönte Scheiben und Liegesitze. Das ist eine Fürstensuite auf Rädern, mein Lieber. Ja, okay, okay. Lena und ich nehmen das Doppelbett an der Bar. Ja, ja, wer hätte das gedacht, dass du auf deine alten Tage noch mal so eine gute Partie machst? Dass du immer noch ans Geld denken musst? Lena hält 20%. Meinst du, sie könnte sie überreden, mir ihre Anteile zu verkaufen? Wolltest du dich nicht langsam aufs alten Teil zurückziehen? Wieso? Ich bin topfit. Und Ex-Direktor bin ich lang genug gewesen. Aber du hast kein Geld, um die Anteile zu kaufen. Du könntest ja ein gutes Wörtchen für mich einlegen. Ach, weißt du, lass uns erst mal heiraten, dann sehen wir weiter. Hä? Du spekulierst selber drauf. Na ja, als Lenas Ehemann bist du ja gewissermaßen Teil, aber könntest endlich am großen Tisch mitreden. Ich habe lange genug die zweite Geige gespielt.